möglicherweise Zugriff auf meine Kommunikationsdaten, auf meine E-Mails, auf meine SMS, auf private Gesprächsinhalte. Das fragen sich natürlich viele Menschen zurzeit, auch belegt durch die aktuellen Studien, unter anderem des Bitkom. Es ist aber bislang nicht geklärt, welche Institutionen zu welchem Zweck welche Daten gesammelt und möglicherweise ausgewertet haben. Klar ist aber, die Bürger in Deutschland sind wegen der möglichen Aussperraktionen zutiefst verunsichert. Und eine repräsentative Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag von T-Systems im Juni diesen Jahres zeigt, dass die Bevölkerung ein steigendes Bedrohungspotenzial durch Internetrisiken wie Datenbetrug, Missbrauch von persönlichen Daten oder Computerviren derzeit deutlich gravierender einstuft als die klassische Kriminalität. Fasst man diese vier Internet- bzw. Datenrisiken zusammen, so gehen 4 von 5 Bürgern davon aus, dass die damit verbundenen Risiken steigen werden. Eine aktuelle Befragung unseres Branchenverbandes Bitkom bestätigt das übrigens. Mehr als 60% der deutschen Internet-User gehen heute mit Unbehagen ins Netz, meine Damen und Herren. Das ist eine Zahl, die kann uns nicht kalt lassen. Wir sehen dieses Ergebnis dieser Befragungen und die aktuelle Stimmung als Aufforderung an, noch mehr in Sachen Datenschutz und Datensicherheit zu tun. Ich sage bewusst noch mehr, denn Datensicherheit und Sicherheit im Netz stehen, wie Sie wissen, schon lange bei uns ganz oben auf der Prioritätenliste, bei der Deutschen Telekom und sicherlich auch bei United Internet. Das wird von unseren Kunden inzwischen anerkannt. Die erwähnte Allensbach-Studie belegt das. Auf die Frage, welches Unternehmen halten Sie für vertrauenswürdig, wenn es um den Umgang mit persönlichen Daten geht, da belegen wir mit deutlichem Abstand den ersten Platz. Aber das heißt natürlich, wir müssen immer mehr tun. Wir waren eines der ersten Unternehmen, das einen eigenen Vorstandsbereich eingerichtet hat für das Thema Datenschutz. Der Datenschutzbeirat ist lange etabliert. Dort sind bei uns Vertreter aus der Politik, aber aus der Wirtschaft vor allem auch und Experten wie dem Chaos Computer Club vertreten und auch aus der Wissenschaft. Wir haben das Thema Cybersecurity übrigens lange vor den jüngsten Berichten als eins erkannt, das nicht nur die Welt der Netzspezialisten betrifft, sondern eine Herausforderung ist für die Politik und für die Wirtschaft insgesamt. Mit unserem zweiten Cybersecurity Summit in Zusammenarbeit mit der Münchner Sicherheitskonferenz im November laden wir führende Vertreter ein aus Wirtschaft, Politik und vor allem aus der Branche, um Risiken und gemeinsame Abwehrmaßnahmen zu präsentieren und zu diskutieren. Bei aller Aufregung über mögliche Spähaktionen, denen im Übrigen wirklich auf den Grund gegangen werden muss, sollte aber die Gefahr durch Cyberattacken, durch Cyberkriminalität im Bereich auch zum Beispiel der organisierten Kriminalität nicht ausgeblendet werden. Unsere Alarmsysteme, die wir im Netz etabliert haben, zeigen rasant steigende Zahlen von solchen Cyberattacken auf die Netze. Deshalb wollen wir die Sicherheit im Internet auf möglichst hohem Niveau bieten. Kunden müssen sich darauf verlassen können, sie müssen darauf bauen können, dass ihre persönlichen Daten online so gut wie möglich geschützt sind. Genauso natürlich vor allem auch Unternehmen, die sich um ihr geistiges Eigentum, ihre Geschäftsgeheimnisse sorgen und staatliche Instanzen, die vertrauliche Informationen übermitteln wollen. Einen weiteren Baustein zu diesem Thema liefern wir heute, und zwar gemeinsam mit United Internet. Ich will ganz deutlich sagen, die Initiative kam vor kurzer Zeit von United Internet und im ersten Gespräch, das hat nicht lange gedauert, waren wir uns beide einig, dass es sich lohnt, dieses Thema voranzutreiben. Wir starten eine gemeinsame Initiative, letztlich eine Brancheninitiative, die da heißt Sichere E-Mail Made in Germany. Ab sofort, meine Damen und Herren, werden E-Mails zwischen T-Online, zwischen web.de und GMX, immerhin rund 2/3 der deutschen Mail-Accounts, verschlüsselt übertragen. Wir machen den Transport des Mailverkehrs in Deutschland sicherer und das kostenlos für unsere Kunden. Details dieser Initiative wird Ihnen gleich mein Kollege Dommermuth vorstellen. Nur ein kleines Beispiel, um das ganze Thema anschaulich zu machen. Für technisch versierte Experten war die Mail bislang eher mit einer Postkarte zu vergleichen. Jeder technisch versierte Experte, der sich darum bemühte, konnte sie auf dem Weg zum Empfänger letztlich lesen. Wir machen einen Umschlag darum, die E-Mail wird sozusagen blickdicht. Zum Schluss nur eine Zahl, die Ihnen eine Vorstellung von der Größenordnung unserer Initiative gibt. Allein bei T-Online gibt es rund 20 Millionen E-Mail-Accounts.
die von heute an in den Genuss dieser zusätzlichen Sicherheit kommen werden. Und die Zahlen von United Internet sind ebenfalls sehr hoch. Ich könnte mir vorstellen, das Thema europaweit zu entwickeln, was schon ein, wie wir wissen, dickes Brett sein wird, weil man da viel, sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten muss und bis der Standard, den wir verwenden, überall so verwendet wird. Aber dafür kann man sich einsetzen, dafür werde ich mich auch einsetzen. Ob das von Erfolg gekrönt ist, bleibt abzuwarten. Wir haben hier erstmal einen Großteil des Mailverkehrs. Herr Dommermuth hat vorhin von der Lebensrealität der Menschen gesprochen. Ein Großteil des Mailverkehrs auf diese Weise besser geschützt, ist ein Stück mehr Sicherheit. Mehr kann der Anspruch auch nicht sein. Und